Hallo, ich bin Iker Romero. Herzlich willkommen zum The Jagdsieger. ...8447 Zuschauer sahen den Sieg unserer Füchse Berlin. Sie sehen Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assemacher und mein Studiogast ist unser Kapitän Iker Romero. Er kam, sah und jeder mochte ihn. Iker Romero, die spanische Frohnatur im Team der Füchse Berlin, ist Musterprofi und Spaßvogel zugleich. Champions League-Sieger mit dem FC Barcelona, Bronzegewinner bei den Olympischen Spielen 2008, Vize-Europameister. Romero steht auch im Spätherbst seiner Karriere für sportliche Sonnenstrahlen und für vieles mehr. Alle lieben Iker Romero. Er ist einer der größten Persönlichkeiten, die ich selbst je in meiner auch schon langen Laufbahn als Trainer und Geschäftsführer erlebt habe. Und Iker Romero steht auch für Spontanität und vertritt so den verletzten Paul Drucks. Herzlich willkommen bei Jagdfieber, Senior Romero. Neben mir sitzt der heutige Ersatz Paul und der Kapitän der Füchse Berlin und ich glaube mit Abstand einer der beliebtesten Spieler, Iker Romero. Hallo Iker. Hallo, guten Abend. Wenn du so hörst, die ganze Halle singt das Romero so laut, so langgezogen mit. Kriegst du das mit? Ja, natürlich. Für mich ist etwas anderes, weil ich bin richtig, richtig zufrieden hier. Ich bin richtig glücklich, dass ich kann diese 3 Jahre hier spielen. Ich verstehe nichts, aber ich bin sehr zufrieden. Die Leute machen mich, lieben mich zu viel. Und ich auch, ehrlich, es war diese 3 Jahre für mich war laufen sehr schnell, weil ich bin richtig, richtig zufrieden mit den Leuten, mit dem Verein, mit den Leuten in der Halle sind jeden Tag und sagen, ich Romero und alles. Für mich ist ehrlich, unglaublich. Wir finden das auch herrlich, besonders dann, wenn du ein Tor machst, aber du kommst auf die Platte. Manchmal haben wir nicht ganz so viel Einsatzzeit, aber du hast eine wahnsinnige Präsenz beim letzten RF-Spiel gegen Chambéry. Ist kurzzeitig nicht gelaufen, du kommst auf die Platte, nimmst das Heft in die Hand, aber auch genau dafür bist du geholt worden. Ja, weißt du, für mich ist es unglaublich, weil heute habe ich viel gespielt. Ich denke, das Spiel, das ich habe mehr gespielt, ich bin tot, das ist einfach gut, richtig. Und dann, ja, ich weiß, ich kenne meine Rolle in der Mannschaft, also in der Rolle. Es waren viele Mal mit Dagur gesprochen. Dagur und wir sind ehrlich gute Friends. Es ist nicht meine Trainer, es ist mehr als meine Freund. Und ja, ich weiß, dass okay, Baba ist der erste Mittelmann. Jetzt ist Kamin Paul Drucks, das ist ehrlich gut. Und wir sind ehrlich stark. Wir sind. Und ich weiß, dass ja, auf jeden Fall ist das Spiel 5 Minuten oder 10 oder 15 oder heute 50. Aber für mich das Wichtigste ist, dass die Zeit, dass ich das Spiel ist, muss versuchen, das Beste. Weißt du, kennst du? Für mich, wenn ich das Spiel 10 Minuten oder 5 Minuten an ich kacke, ich bin nicht zufrieden, wenn ich zu Hause gehe. Aber wenn ich das Spiel 5 Minuten die Mannschaft gewinne und ich war volle Pulle machen, das ist für mich das Wichtigste in der Handball. Weißt du, immer macht 100% und dann ich denke die Leute kennen diese in der Halle und die Leute aus Berlin kennen das ist immer versucht da und ist immer zufrieden, weißt du, weil Handball ist ein Sport, das ist keine Arbeit, das ist für uns eine ist etwas anderes für uns so. Ich immer genießen, weil ja natürlich ich habe 33 fast 34 Jahre, meine Karriere ist fast Ende und ich muss genießen die, alle Spiele, wie war, wann ich war 17 Jahre alt. So, für mich ist es super und ich hoffe für die Leute auch. Für die Leute war super, heute 50 Minuten lang Iker Romero zu sehen. Vor allen Dingen auch einen Sieg unserer Füchse Berlin. Und wie das Ganze aussieht in Kurzfassung, das sehen wir jetzt. Jeder Spielbericht Füchse Berlin gegen den SC Magdeburg. Gesten eines Spiels, Gesten eines Derby-Sieges, Gesten einer Gala. Füchse-Torhüter Silvio Heinevetter berauschte beim 27:24 Sieg gegen seine Ex-Verein nicht nur sich selbst und sein Team, sondern auch das Publikum. Parierte in der zweiten Hälfte 3 aufeinander folgende 7 Meter und entschärfte mehr als 50% der Magdeburger Würfe. Und bleibt dennoch grundweg bescheiden. Darum geht's nicht. Wenn wir keine Tore werfen, dann hilft das auch nichts. Von daher ist es eine Mannschaftssportart. Das ganze Jahr spielt er überhaupt nicht oder wenig. Und heute spielt er 60 Minuten, führt Regie.
bravourös und ja, hat clever gespielt. Bravourös war vor allem der Start der Füchse in die Partie. Zu Beginn steht die Deckung perfekt. Block von Jesper Nielsen. Heine fährt auf Matthias Sachison und dieser lässt sich nicht aus dem Takt bringen. 1:0 für die Hausherren. Die auch den nächsten Angriff der Magdeburger entscheidend stören können. Wieder arbeitet Jesper Nielsen gut in der Deckung und über die Station Heinevetters vor Jahre, Chorak Ikropulo, fällt das 2:0. Die Automatismen der Füchse greifen. Silvio Heinevetter vereitelt den Wurf von Magdeburgs Rechtsaußen Robert Weber und Berlins Linksaußen Frederik Petersen, sucht den geradlinigsten Weg zum Magdeburger Gehäuse. Nach dem Blitzstart führen die Füchse schnell mit 5:0. Erste Halbzeit bravourös, Abwehrangriff. Zweite Halbzeit war es ein Kampfspiel. Vorne ging nicht mehr viel. Hinten war halbwegs okay, viele freie Bälle, aber es war ein Sieg, der extrem wichtig war. Und ich glaube, heute war Magdeburg nicht chancenlos, obwohl sie zum Anfang sehr weit hinten lagen. Der erste Magdeburger Treffer fällt im Tempo-Gegenstoß durch Matthias Musche. Doch die Berliner lassen sich nicht aus dem Konzept bringen. Wieder ein gehaltener Ball von Silvio Heinevetter gegen Thomas Knorr. Wieder ein gut vorgetragener Angriff, bei dem Ikropulos mustergültiges Anspiel Wegbereiter für das 8:3 durch Frederik Petersen ist, der am Ende mit 6 Treffern Berlins bester Schütze sein wird. Nach einem Treffer von Jonas Tümmler geht es mit einer 15:9 Führung in die Pause, die anschließend von einem schrillen Pfiff beendet wird. Zu Beginn des zweiten Durchgangs finden die Füchse zunächst nicht gut zurück in die Partie, mit Ausnahme von Silvio Heinevetter, der im Duell 1:1 der Sieger bleibt und immer wieder entscheidende Würfe pariert. Entlastung bringt der Ballgewinn von Ika Romero, der nach einem sehenswerten Sprint die Führung auf 17:12 ausbauen kann. Mit dem zweiten Treffer von Paul Drucks beginnt eine wichtige Phase in der zweiten Hälfte, in der die Füchse ihre Führung auf 23:17 ausbauen können. Wir haben gewonnen. Jaschka ist ausgefallen. Oak ist ausgefallen. Danach noch Christophus Neschon. Paul Drucks auch. Ich denke, alles andere als extrem zufrieden kann man nicht sein. Worte, die verdeutlichen, dass dieser Sieg angesichts der Verletzungen teuer bezahlt worden ist. Ein Sieg, bei dem am Ende aber trotzdem eine Geste des Erfolges steht. Wir haben gerade gesehen, unsere Füchse gewinnen nach einem Halbzeitstand 15:9 für unsere Füchse Berlin mit 27:24. Über 50 Minuten lang Ika Romero auf der Platte. Beschreibt man ein Gefühl, 50 Minuten musstest du durchspielen, aber man hat gesehen, dir hat es Spaß gemacht und zum anderen, es war schon ein cooles Spiel. War richtig gut. Weißt du, gegen Magdeburg ist ein besonderes Spiel. Ist Derby, weißt du, ist mehr als dieses 2 Punkte, ist mehr als ein Bundesligaspiel. So, wir haben gesagt, früher das Spiel, wir müssen kämpfen, wie nicht 100% wie immer. Wir müssen machen einen Plus, weil wir wissen schon sicher, dass Magdeburg wir kämpfen wie eines, zwei, weil die Bills gewinnen. Natürlich, Magdeburg, Berlin ist immer dieses Derby. Und wir haben gemacht, ehrlich, die erste Halbzeit war in Ape, Heine war incredible, unglaublich, und in Angriff, ja, und in Angriff war richtig, richtig gut, alles zusammen, Kontinuität, der Ball laufen, alles macht Tor, alles war zufrieden, an alles kämpfen, war richtig. Das ist ein Spiel, das ich denke, die Leute in der Halle waren sehr, sehr zufrieden. 15:9 stand es zur Halbzeit. Man hat gesehen, ihr habt gebrannt. Ihr habt auch ein Feuerwerk abgebrannt an Spielfreude. Heine sensationell, Weltklasse. Anders kann man es nicht beschreiben. Ich glaube, 13 Paraden allein in der ersten Halbzeit. Nach der Halbzeit hat man gesehen, Magdeburg hatte nur noch ein Ziel zu zerstören. Es ging nur noch über den Kampf. Und das war dann auch ein sehr, sehr hartes Spiel. Ja, natürlich. In der ersten Halbzeit, ich denke, wir waren plus 6. Aber ja klar, wir waren perfekt und Magdeburg, okay, war nicht die beste erste Halbzeit. Aber wir wissen schon in der Halbzeit, Jungs, wir müssen kämpfen, weil das ist ein Derby. Und für Sicherheit, dass Magdeburg wir kämpfen
120%. Wir müssen weiter. Und das ist normal. Wir haben Baba war verletzt, Pavel ist auch da, Jess Paul war da. So, wir haben nicht zu viele Leute. Und klar, wir haben einen Moment in dem Spiel, in dem Feld, da die Leute ist ein bisschen müde. Klar, du hast 5 Minuten, dass jemand okay, ein Feld ist, ein Feld Tino und ein Feld da. Und dann, das ist coming, die Magdeburg. Aber ich muss sagen, dass dieses Spiel ist immer haben das Gefühl, dass wir nichts verloren haben. Aber jede Leute in der Bank, in der Field, alle war sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr fokussiert für das Spiel. Dass ja, wenn der Kampf für, ich denke, war +2 oder etwas einmal, aber es war nicht keine Angst, weil ich habe gesagt, ey, wir sind sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr fokussiert, dass wir kamen weiter 100%. Und ja, natürlich in den ersten 10 Minuten war ein bisschen Pum-Pum, +5, +6 und dann. Ja, du hast eine Pression machen, auch mantekunstional, klar, du musst versuchen, aber das Spiel, ehrlich, ich habe das Gefühl, dass wir nichts verloren. Jetzt haben wir heute die Konstellation, du bist heute, ich sag mal, der Ersatz-Paul, du bist Kapitän der Füchse. Paul Druck sollte hier heute mein Studiogast sein. Paul hat sich in dem Spiel leider verletzt. Paul wird sozusagen dein Nachfolger. Erklär mir mal ein bisschen was, weil du sagst, du möchtest Paul ganz, ganz viel beibringen. Wie ist das Verhältnis zwischen dir und Paul? So, ich muss sagen, dass Paul Drucks ist ehrlich gut Spieler. Er ist ein guter Junge, ist sehr guter Arbeiter, sehr immer hören, dass sie sagen, immer kämpfen. Er hat alles, dass wir eine richtig starke Welt spielen. Wir müssen wissen alle, dass er ist nicht kommen nächste Saison für Iker Romero. Iker Romero ist ein Spieler, Paul Drucks ist noch ein anderer Spieler. Wir müssen warten ein bisschen, dass er kann kämpfen und er wird, wir sind vielleicht besser als mich. Aber wenn die Leute sagen, oh, okay, Iker Romero ist coming, Paul muss machen diese. Wir müssen machen ein bisschen Zeit mit er, weil er hat alles für die Weltklasse. Ehrlich, er hat alles. Andere Leute, Jungs, er hat Qualität, er hat gute Sprung, aber ist ein bisschen bub. Aber Paul nicht. Paul ist sehr gut Arbeit, sehr gut Leute, sehr gut Junge. Und er hat richtig alles Qualität. Mehr als ich, wenn ich war 18 Jahre, aber viel, viel mehr. Aber wir müssen warten ein bisschen. Weißt du, ich komme nicht nächste Saison und wir brauchen, dass Paul macht 7 Tore. Vielleicht macht. Und ich werde sehr glücklich zu sehen diese. Aber wir müssen geben Zeit für er, für kämpfen. Und die Jungen, sie immer sagen, wenn ein Junge in einem Jahr macht zu viel oben, das ist gefährlich. Er muss kämpfen, boom, boom, step by step, langsam, langsam und step by step. Und dann bin ich sicher, dass er ein Top-Welt spielen wird. Aber die Leute müssen nicht warten, dass er werde sein der Hero of Berlin in einem Jahr. Weil er ist nicht, für, er ist nicht gut für er, ist nicht gut für die Vereine, ist nicht gut für die Leute. Vielleicht er macht, aber ich bin sicher, dass wenn er geht, step by step, langsam, langsam, in 1-2 Jahren Erwer sind der Top hier. Mein Studiogast, unser Kapitän, unsere spanische Sonne, unser absoluter Liebling, wird leider am Ende der Saison nicht mehr im Füchse-Trikot auf der Platte stehen. Was wirst du nach dieser Zeit machen, Ika? Das ist eine gute Frage. ehrlich gesagt, Rotwein trinken. Das ich mache schon. So, das ist, ich muss sagen, nächste Saison, weil ich mache normalerweise hier auch. Aber das ist, ich bin nicht sicher, 100%, was ich werde machen. Ich war mit Bob und mit Dagur viele Mal gesprochen vor der Zukunft. Alles ist gut, ich verstehe alles hier, weißt du, der Verein. So, ich muss überlegen, was ich will, was ist besser für mich. Und ja, ich muss machen alles in den Tisch. Ich habe ein Angebot für Weiterspiel, ich habe ein Angebot für Trainer sind, ich habe ein Angebot für Management, ich habe ein Angebot für mit meiner Familie gehen. Und in diesem Moment will ich ein bisschen Zeit, weil ich habe keine Stress für das. Ich bin sehr zufrieden für meine Karriere in diesen 17 Jahren. Ich denke, die Leute kennen das. Ich habe alles gemacht, ich habe volle Pulle. So, ich will nicht bleiben spielen, wenn ich bin nicht zufrieden bin. Ich werde nicht gehen, wenn ich will spielen. So, ich weiß, dass in diesem Monat, maximal März, ich werde wissen schon, was ich mache. Ich muss machen alles in den Tisch. Und wenn ich komme,
100% das ist, werde ich sagen. Ich habe jetzt alles in den Tisch. Und ich muss denken, für mich das Erste, wie für meine Familie das Erste auch. Und dann gucken, weißt du, wenn du hast eine Karriere wie meine, das ist wahr, kämpfen in den besten Vereinen in Spanien und in den besten Vereinen in Deutschland diese drei Jahre. Ich will nicht gehen runter, weil ich werde nicht zufrieden in der Zukunft. So, ich muss überlegen, was ist besser für mich. Und Sicherheit in weniger als einem Monat, ich werde sein. Ich werde es. Ich habe keine Probleme zu sagen. Es ist ehrlich schade, dass ich nicht bleiben hier. Das ist auch richtig, weil ich bin sehr zufrieden. Aber ich verstehe auch komplett den Bob. Ich verstehe auch komplett alles. So, keine Sache, keine schlechte Sache. The contrary. Ist die Relation, die ich habe mit Bob und mit Dagur, kann nichts besser. Das ist 100%, ich muss sagen. Ich wünsche mir auf jeden Fall eins. Ich wünsche mir, dass du gesund bleibst, dass wir unsere Ziele erreichen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die richtige Entscheidung triffst, was du gerne weitermachen möchtest, weil du bist einfach ein Knaller. Ica Romero, unser Studiogast. Ich glaube mir, dass alle meine Entscheidungen, ich bin 100% sicher, dass wir sie die richtige Entscheidung. Weil wenn du hast Zeit und du machst mit dem Herz die Entscheidungen, du kannst nichts fehlen. Das ist Sicherheit. Danke sehr. Ica Romero.